uns geht es generell darum, die Alltagstauglichkeit von Elektroautos unter Beweis zu stellen, auch ein bisschen bei dieser Rallye nachzuprüfen, wie weit schaffen sie es. Und das ist natürlich für die Elektroautos hier eine besondere Herausforderung in den Alpen, die Berge rauf, die Berge auch wieder runter, da können sie rekuperieren. Und es ist schon interessant zu sehen, auf was für Reichweiten sie dann hier kommen. Und wir wollen das natürlich einfach auch einer breiten Öffentlichkeit deutlich machen, was es für Elektroautos gibt, wie vielfältig der Markt mittlerweile ist und dass sie wirklich in der Lage sind, auch schwierige Strecken zu meistern. Das ist ein Fisker Karma. Das ist ein amerikanisches Auto, wurde aber in Finnland gebaut. Und der Fisker, das ist der ehemalige Designer von Aston Martin. Das Fahrzeug wurde 2 Jahre gebaut, 2012 bis 2013. Und dann ging der Batterielieferant pleite. Wir haben 20 Kilowattstunden Akkuleistung und vorne drin ist ein Benzinmotor mit 260 PS, der aber nur den Generator antreibt. Also wir haben keinen direkten Antrieb vom Benzinmotor zu den Achsen. Der produziert nur Strom. Ein Bus von 1979, den VW im Werksverkehr eingesetzt hat, 1979 als Elektrobus. Das ist ja seit 1979 und wir haben den in einer gemeinnützigen Arbeit mit Jugendlichen wieder neu aufgebaut, modifiziert, mit neuen Batterien, neuen Motor und somit ist das wieder ein E-Bus, wo wir uns unheimlich lassen.